Herzlich willkommen bei Mürztal aktuell, meine Damen und Herren. Lassen Sie uns heute einen Nachrichtenbogen vom Wissensdurst junger Leute über eine Infotour des Wirtschaftsbundes bis hin zur Einrichtung einer Tagesklinik im LKH Bruck an der Mur spannen. So, und nun startet unser Infoexpress. Zahlreiche Aussteller, egal ob Schulen oder Firmen, präsentierten sich bei der Lehrlings- und Schülerinformationsmesse im Brucker Rathaushof. Auch zahlreiche Schulen außerhalb von Bruck beteiligten sich daran. Die HTL Leoben warb beispielsweise mit einzigartigen Fachrichtungen. Die Tourismusschule in Bad Gleichenberg präsentierte sich ebenso wie die Firma Böhler oder die Stadtwerke Bruck, um nur einige zu nennen. Perspektiven in unterschiedlichen Sparten für die Jugend anzubieten, ist für die künftige Richtung der Schüler ein Muss. Ja, absolut. Das ist sehr, sehr wichtig für die Jugendlichen. Man sieht auch, es ist ein reger Andrang da. Hier haben Schulen die Möglichkeit, sich zu präsentieren, weit über die Stadt Bruck hinaus. Die Tourismusschule Semmering, Bad Gleichenberg ist da. Firmen haben die Möglichkeit. Wir haben ja viele Leitbetriebe. Wir stehen hier beim Stand von Bankl Racing. Viele Leitbetriebe in unserer Region, die immer qualifizierte und gute Lehrlinge suchen. Und so ist es nahegelegen, diese beiden Gruppen zusammenzubringen. Schülerinnen und Schüler und auch die tollen Firmen, die es in unserer Region gibt. Vor allem im Gastronomie- und Tourismusbereich werden immer wieder qualifizierte Mitarbeiter gesucht, die eine fundierte Ausbildung haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich bin auch sehr stolz, dass meine ehemalige eigene Schule da ist, die Hotelfachschule in Bad Gleichenberg. Und die setzen schon ein Zeichen, dass sie in der ganzen Steiermark und Österreich weit mit den Jugendlichen arbeiten wollen und die Jugendlichen auf den nächsten Schritt, sprich den Arbeitsprozess, vorbereiten wollen. Tourismusschulen sind im Kommen, aber warum sollte sich ein Jugendlicher zum Beispiel für die Schule in Bad Gleichenberg entscheiden? Ja, die Schule hat auf jeden Fall einen guten Ruf, einen Weltruf noch dazu. Also auf der ganzen Welt gibt es Absolventen von uns. Man hört den Namen Tourismusschule Bad Gleichenberg auch gerne auf der ganzen Welt. In vielen Hotels werden solche Schüler von unserer Schule auch bevorzugt. Da wir auch eine sehr gute Ausbildung haben, einen hohen Standard. Und wir auch eine theoretisch wie praktisch eine sehr gute Kenntnis von unserem Beruf haben. Praktische Beispiele wurden von den Schülern des BGBRG Bruck präsentiert. Die Lehrwerkstätte Böhler Edelstahl informierte über diverse Berufe ebenso wie die Norske Skog oder aber auch die Wirtschaftskammer. Klassen aus den unterschiedlichsten Schulen besuchten diese Messe und das Interesse war durchgehend groß. Zum Beispiel für Bürokauffrau oder Industriekauffrau. Du hast jetzt gerade eine flambierte Marille gegessen, Tourismusschule, nichts für dich? Nein, nicht so. Ein Messetag im Rathaushof Bruck, der für viele Schülerinnen und Schüler den Weg in eine erfolgreiche Zukunft zeigte, egal ob in einer höher bildenden Schule oder in einem Lehrberuf. Anlässlich der Halbzeit der Wirtschaftskammerwahlperiode ist der Wirtschaftsbund auf Club 1 Regionaltour im Mur- und Mürztal unterwegs. Wirtschaftsbundchef und Landesrat Dr. Christian Buchmann zog Bilanz über diese erste Halbzeit. Bei der Wirtschaftskammerwahl im Jahr 2010 hat der Wirtschaftsbund ein exzellentes Ergebnis erreicht. 76% der Wählerinnen und Wähler haben dem Steirischen Wirtschaftsbund das Vertrauen ausgesprochen. Und diese ersten 2,5 Jahre waren sehr, sehr arbeitsintensive Jahre. In allen Fachorganisationen, in allen Sparten, im Präsidium ist gute Arbeit geleistet worden. Es sind viele Punkte umgesetzt worden von Forderungen, die der Wirtschaftsbund aufgestellt hat. Also ich glaube, es ist gut Bilanz zu ziehen, wie es Unternehmungen tun, die eine Bilanz vorlegen, macht es auch der Wirtschaftsbund, sagt, was haben wir erreicht und insbesondere, was wollen wir in den nächsten 2,5 Jahren noch tun. Konjunkturflaute, Facharbeitermangel, Stillstand in der Bildungspolitik und Beschleunigung von Verwaltungsverfahren sind wichtige Dinge, die einer Lösung bedürfen. Wir sind eine der erfolgreichsten Regionen in Europa, was Forschung und Entwicklung betrifft. Und auf dem wollen wir aufbauen, weil damit hängen Arbeitsplätze zusammen. Arbeitsplätze heißt Einkommen und Einkommen ist in letzter Konsequenz Lebensqualität. Und dafür arbeiten wir ja schließlich alle in der Wirtschaft. An Zukunftsplänen liegen die größten Herausforderungen am Tisch. Wir haben einen Fachkräftemangel, der nicht mehr wegzudiskutieren ist. Das heißt, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Betriebe jene Facharbeiter bekommen, die sie brauchen. Das heißt in weiterer Folge, es muss endlich eine Bildungsreform stattfinden, damit wir eine gemeinsame Schule der 6- bis 14-Jährigen haben, damit wir eine Verstärkung der Lehre haben und damit wir auch in den Studien jene Absolventen haben, die auch qualifiziert sind, Studien zu absolvieren. Und vor allem im technischen Bereich haben wir einen großen Bedarf an Fachkräften.
Aber auch die Frauen sind ein wichtiges Anliegen des Wirtschaftsbundes. Auch im Bezirk ist vieles zu tun, vor allem im Bereich der Jobsicherung. Ich muss sagen, erfolgreich ist immer noch unsere Betriebshilfe, die ich immer wieder in den Medien bringen möchte, die ganz, ganz wichtig ist für uns Klein- und Kleinstunternehmer. Betriebshilfe heißt für kleine Unternehmer eine Hilfe, fällt die Chefin oder der Chef aus. Die Halbzeit hat sehr viel Erfolg gebracht. Wir haben es von Frau in der Wirtschaft vorgestellt oder eben uns zur Aufgabe gemacht, den Unternehmerinnen zu helfen. Und da sind wir echt ganz stolz und wirklich in unserer Region auch gut drauf. Eine Halbzeit hat man im Wirtschaftsbund noch Zeit, viele der anstehenden Aufgaben zu lösen. Die Herausforderungen für die Zukunft sind einfach gegeben. Bitte warten, heißt es bekanntlich, wenn man auf einen Termin beim Augenarzt wartet. Nun ist man daran gegangen, auch in den öffentlichen Krankenhäusern die sogenannte Tagesklinik einzurichten. Das alte Leiden für so manchen Leidenden ist das Warten auf ärztliche Hilfe. So man zu jener Gruppe gehört, die in den Raster der neuen Tagesklinik am LKH Bruck passt. Im Rahmen der Strukturreformen und Diskussionen wurde auch vermehrt darauf Wert gelegt, dass wir in Zukunft Tagesklinik betreiben, Tagespatientinnen und Patienten tagesklinisch betreuen. Und das heißt, dass der Patient in der Früh hereinkommt und am Abend wieder nach Hause gehen kann. Für welche Fälle eignet sich die Tagesklinik? Also in der Augenheilkunde eignen sich ein Großteil der Operationen, die planbar und auch mit einem Mittel bis geringeren Risiko behaftet sind, wie zum Beispiel die klassische Kataraktoperation, die Operation gegen den grauen Star, Lidoperationen und auch die neuen Therapien gegen Makuloerkrankungen. Das sind die Klassiker. So kann man sagen, diesen kann geholfen werden. Und noch jemandem, der Karges, sie spart dadurch Geld. Weil wenn der Patient natürlich am Abend wieder entlassen werden kann, dann braucht er eben nicht in der Nacht versorgt werden und das schlägt sich auch auf dem Personalsektor nieder. Wie ist nun die Chronologie und wie hoch ist das Risiko für den Patienten? Also das Risiko bei standardisierten Augenoperationen ist sehr gering, weil auch eine Risikoabschätzung, Abwägung im Vorfeld schon getätigt wird und wenn der leiseste Verdacht eines erhöhten Risikos vorhanden ist, werden die Leute hier, vor allem im ländlichen Bereich, auf alle Fälle stationär eine Nacht aufgenommen und am nächsten Tag vom Facharzt im Hause kontrolliert. Mit Weitsicht betrachtet ist die Einführung einer solchen Tagesklinik sowohl für den Mediziner als auch für den Patienten von Vorteil. Das Wetter? Es bleibt zumeist so, wie es ist. Am Morgen nebelig, später blinzelt die Sonne durch. Morgen mehr Sonne, noch etwas wärmer. Temperaturen von 9 Grad bis 13 Grad. Morgen soll der Christbaum am Brucker Hauptplatz aufgestellt werden. Wir werden darüber berichten. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.